gehen wir mal zu meiner alten Schule. Damals, muss man sagen, war ja alles eingezäunt. Jetzt kann man sogar hier von der Seite rein. Und jetzt habe ich hier gechillt und so weiter. Hier hinten an den Bäumen, ganz entspannt. Da war ja Endstufe. Dann ging der alles noch weiter. Aber wie gesagt, ne, Zaun am Start. Ne? Haben wir hier gechillt. Dieser Anbau mit dem Glas war damals nicht am Start. Nur diese kleine Schule tatsächlich. Hier habe ich tatsächlich die erste Klasse gehabt. Bis knapp zur vierten Klasse habe ich das gemacht. Dann ging es weiter in Erkner und so mit Gymnasium, mit allem drum und dran. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Ich kann mich noch erinnern an die Lehrer, die hier am Start waren und so. Eine Lehrerin ist mir besonders im Kopf geblieben. Alte Schule, Digga. Absolut nice, Diggi. Absolut nice. Inzwischen ist meine Schule ein Museum geworden, was sehr unangenehm ist. Was sehr unangenehm ist. Ich sag euch so, wie das ist. Ja. Und ja, dann gibt es die Kirche natürlich, die wir hier am Start haben, die auch sehr, sehr nice ist und so, wie man das sehen kann. Und jetzt gucken wir uns das an. Hier ist der Eingang und so weiter. Wie gesagt, wir mussten denn hier vorne aus dem Tor raus, was hier am Start war. Und dann konnte man hier außen lang und konnte direkt in die Schule reingehen, beziehungsweise in die Kirche natürlich. Mega nice. Es hat sich hier tatsächlich in Woltersdorf überhaupt nichts geändert. Es wurden auch nur ein paar Privathäuserchen gebaut von halt Bonsenleuten. Aber nichts so für die Allgemeinheit. Sozial gibt es hier sowieso nicht. Das ist ja Standard, weil was willst du machen, ein Dorf, Digga? Ne? Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch hier, wie ihr auch sehen könnt. Hier bin ich natürlich immer, damals Haus Michael. Das haben wir ja selber gebaut, meine Familie. Und ich musste halt immer entweder laufen oder mit der Straßenbahn dementsprechend hier hochfahren. Die ist denn da vorne stoppen geblieben. Man muss sich hier den Restweg wieder zurück zur Schule laufen. Ja, das war dann hier mein Standardweg. Entweder Mountainbike oder halt, wie sagt man, Dingens und so weiter. Ne? Ist auf jeden Fall sehr bequem. Und ja, dieser Stein hier zum Andenken war auch tatsächlich schon immer am Start. Ich zeige euch mal, das hat sich tatsächlich die ganzen Jahre nie verändert. Das sah wirklich schon immer so aus hier. Und ich meine das wirklich wortwörtlich. Es hat sich nicht im geringsten verändert. Ich zeige das jetzt mal von der Seite. Hier sieht man dennoch. Hier müsstet ihr das jetzt genauer lesen können. Wenn der Zoom funktioniert, der... Ah ja, ich muss drauf drücken. 1945. Krass. So, gucken wir uns weiter an. So sieht das halt aus. Und wie gesagt, ist noch heute 1:1. Auch diese Häuser und so, stand alles wirklich schon immer da. Es hat sich wirklich niemals irgendetwas hier geändert. Auch unser Kindergarten ist noch am Start und so weiter. Sehr, 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 sehr nice. Also mir gefällt es halt, dass sich halt viele Sachen eben denn doch nicht ändern und die für immer Bestand haben. Das ist für mich persönlich irgendwie denn doch sehr befriedigend. Microlanium 7 Magic. Mystery. Awesomeness. Immer am Puls, Digga. Immer am Puls.